Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen meinen heutigen Gast vorstellen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Und zwar ist es Dr. André Wodis. Er ist der stellvertretende Leiter im Finanzministerium der Abteilung Einkommensteuer und Körperschaftssteuer. Wir werden uns heute unterhalten über Parteifeste, die aktuellen Wartungserlässe. Und zum Schluss muss ich auch noch fragen zur Neukodifizierung des Einkommensteuergesetzes. Aber beginnen wir zunächst mit dem SWK-Tag. Da haben wir uns letzte Woche getroffen. Es war der 18. SWK-Tag bereits und Sie haben mit der Frau Professor Kant und Christen einen Blog gehalten. Würden Sie kurz unseren Lesern und Leserinnen erzählen, was in dem Blog Sie besprochen haben? Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung auch, dass ich die Möglichkeit habe, mit Ihnen ein nettes Gespräch zu führen jetzt am Nachmittag. Da war natürlich die Überlegung dahinter, dass wir einige Themen bieten möchten, die einen Mehrwert haben für die Teilnehmer angesichts dessen, dass im vergangenen Jahr sich logistisch nicht so viel getan hat. Und da haben wir einige Evergreens ausgesucht, also Schuldzinsenabzug im Ertragssteuerrecht. Das hat ja doch eine gewisse Komplexität. Gibt es immer wieder Fragestellungen dazu, wie man damit umgeht, bei der Betriebsaufgabe beispielsweise, inwieweit das nachträglich noch abgezogen werden kann mit Fremdwährungskrediten und so weiter. Gibt es einige Themen. Und dann haben wir noch über aktuelle Judikate im Bereich der Grundstücksveräußerungen ein bisschen gesprochen und versucht zu beleuchten, in welche Richtung das geht. Dazu kommen wir Ja. ohnehin noch später. Aber zunächst noch eine weitere Frage zu einem Vortrag, den Sie im September bereits gehalten haben. Und zwar haben Sie da eine aktuelle BFG-Entscheidung vom August 2017 zur Ablöse eines Wohnungsgebrauchsrechts im Zusammenhang mit der entgeltlichen Übertragung einer Liegenschaft kommentiert und erwähnt, dass Sie die Entscheidung in den Einkommensteuerrichtlinien Wartungserlass aufnehmen werden. Können Das Sie ist das richtig. uns näher erläutern? Ja, sehr gerne. Also die Entscheidung war interessant, weil sie ein bisschen abgewichen ist von früheren BFG-Entscheidungen, oder zumindest auf den ersten Blick. Es ist darum gegangen, dass ein Steuerpflichtiger seine Wohnung, sein Eigenheim letztendlich verkauft hat und dafür eine Leibrente erhalten hat, Leibrente eben auf Lebenszeit. Und dann ist er später drauf gekommen, dass die Gegenleistung, also die Höhe der Leibrente, einfach viel zu gering war im Verhältnis zum Verkehrswert dieser Liegenschaft. Und dann hat er sich mit dem Erwerber darauf geeinigt, dass der Erwerber ihm noch eine zusätzliche Zahlung leistet. Und dafür verzichtet er zugleich auf ein zunächst vorbehaltenes Wohnrecht. Das hat er zusätzlich zur Leibrente sozusagen sich ausbedungen ursprünglich. Und die Frage, die Rechtsfrage war, ob diese Gegenleistung, diese Zahlung für den Verzicht auf das Wohnrecht zu Einkünften aus sonstigen Leistungen führt nach 29 Ziffer 3. Und es gibt ja an sich Judikatur, die in diese Richtung geht, dass ein solcher Verzicht zu sonstigen Einkünften führt. Und in dem Fall hat das BFG ein bisschen weiter zurückgeblickt, ja, und hat sich auch angeschaut, ob das nicht möglicherweise zusammenhängt mit der Veräußerung. Und das Ergebnis hat er dann, also dazu ist er schlussendlich gekommen, ja, dass die ursprüngliche Veräußerung und der spätere Verzicht auf das vorbehaltene Wohnrecht zusammenhängen. Das heißt, letztendlich erst mit der Aufgabe dieses vorbehaltenen Nutzungsrechts der Erwerber das Vollrecht bekommt, ja, und damit ist auch diese spätere Leistung Teil der Gegenleistung für die Übertragung des Grundstückes. Das heißt, Gesamtbild ist Veräußerung des Grundstückes, ein Teil der Gegenleistung sofort und ein Teil später. Und das entspricht auch ein bisschen der VWGH-Judikatur. Es gibt nämlich eine ältere Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes zu einem ähnlichen Thema. Da hat nämlich eine natürliche Person Anteile an Kapitalgesellschaften an eine Stiftung übertragen, unter Vorbehalt des Fruchtgenussrechts. Und später hat diese natürliche Person darauf verzichtet, auf das Fruchtgenussrecht und wiederum entgeltlich. Und der Verwaltungsgerichtshof hat gesagt, ja, der Vorgang ist als Ganzes zu sehen, die ursprüngliche Übertragung und der spätere Verzicht. Und das Ganze ist dann als Einkünfte aus Beteiligungsveräußerungen einzustufen, auch wenn die Gegenleistung für den Verzicht erst später gewährt wird. Und insofern passt diese BFG-Entscheidung sehr gut ins Bild. Und deswegen haben wir jetzt auch keine Amtsrevision erhoben, ja, sondern Sehr wir werden uns fein. dem anschließen. Ja. Als Stichwort Wartungserlass, können Sie uns die Richtig. nächsten Wartungserlässe inhaltlich schon etwas skizzieren? Ja, sehr gerne. Also wir waren ja nicht faul sozusagen im letzten halben Jahr insbesondere.
Und wir haben diese logistikfreie Zeit praktisch logistikfrei genutzt, um die ausständigen Wartungserlässe wirklich anzugehen und zu überarbeiten. Und da ist doch einiges zusammengekommen. Also die Einkommensteuerrichtlinien sind ja das letzte Mal im Jahr 2015 gewartet worden. Also es war höchst an der Zeit, dass man wieder was macht. Und das haben wir getan. Ja, wir sind jetzt kurz vor der Begutachtung, vor Begutachtungsbeginn. Wir möchten auf jeden Fall noch im Dezember den Erlass in Begutachtung schicken. Die Körperschaftsteuerrichtlinien befinden sich jetzt schon in Begutachtung, genauso Lohnsteuerrichtlinien, Umsatzsteuerrichtlinien, also es tut sich einiges. Ja. Es dauert auch nicht mehr lange, bis wir die Investmentfondsrichtlinien in Begutachtung schicken. Die haben wir komplett neu geschrieben, also das wird auch eine große Sache werden. Ja. Und ja, wir hoffen, dass wir damit diese laufende Wartungsarbeit sozusagen abschließen können, bevor die neuen Logistikprojekte der neuen Regierung auf uns zukommen, weil da werden wir damit beschäftigt sein. Ja. Mhm. Und inhaltlich, ja, es die ganze Bandbreite, ja, also von aktueller Judikatur, Logistik der vergangenen Jahre, die noch nicht eingearbeitet ist, insbesondere in den ESDR und, was wir auch immer machen, Einzelauskünfte, die eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben, allgemeine Aussagen, arbeiten wir auch laufend ein. Ja. Kommen wir zur Immobilienertragsteuer. Da hat der VWGH heuer zwei Grundsatzentscheidungen gefällt. Mhm. Und zwar eine zur Grundstücksgröße und eine zur Toleranzfrist nach Aufgabe des Hauptwohnsitzes. Richtig, ja. Sind Sie damit zufrieden? Sind damit alle Dinge geklärt? Bedingt. Also wir sind immer froh, wenn der Verwaltungsgerichtshof als Höchstgericht Entscheidungen trifft und einfach Dinge klärt, die offen sind, die umstritten sind, ja, weil einfach Klarheit da ist, Rechtssicherheit da ist. Ja. Womit wir nicht so froh sind jetzt im konkreten Fall, ist, dass wir uns ein bisschen handfestere Hinweise erwartet hätten, wie sich der Verwaltungsgerichtshof das vorstellt. Ja. Ist ja auch nur, also vor dem Hintergrund der Praxis, wie man damit umgeht, Selbstberechnung insbesondere bei Grundstücksveräußerungen, brauchen ja auch die Parteienvertreter ein bisschen genauere Hinweise oder Handfestes, woran sie sich anhalten können. Ja. Und wenn man bei der Größe des mit umfassten Grund und Bodens immer nach der Verkehrsauffassung beurteilen muss, selbst wenn das rechtlich in der rechtlichen Argumentation nachvollziehbar ist, möglicherweise, ja, aber für den täglichen Umgang mit der Problematik hilft das leider sehr wenig, muss man sagen. Ja. Weil es läuft auf eine Einzelfallbeurteilung hinaus und das ist sehr schwierig. Ja. Ja. Wie angekündigt komme ich jetzt zu den Parteifesten. Denn bemerkenswert ist, dass die durch das EU-Abgabenänderungsgesetz 2016 kreierte Steuerfreiheit von Parteifesten beim Verfassungsgerichtshof Bestand hatte. Mhm. Haben Sie damit gerechnet? Ich meine, die Initiative ging ja nicht von der Finanzverwaltung aus, sondern Richtig. Von zwei Nationalratsabgeordneten. Und so viel ich mich in Erinnerung habe, war das eher umstritten. Ja, das war durchaus umstritten, wobei intern stellt sich diese Frage jetzt nicht unbedingt, weil wir haben ja oft Dinge, die wir umsetzen müssen. Dann kommen halt die Initiativen für die logistischen Umsetzungen halt von außerhalb auch sehr oft. Ja. Und das muss natürlich gemacht werden, unabhängig davon, wie der Einzelne dazu steht. Ja. Das ja, ist halt unsere Aufgabe letztendlich. Ja. Natürlich hat es intern auch verschiedene Meinungen dazu gegeben, das ist ganz klar. Dass der Verfassungsgerichtshof das jetzt nicht als verfassungswidrig beurteilt hat, diese Begünstigung, die eingeführt worden ist, hat mich persönlich zumindest nicht überrascht. Ja. Einige andere Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Ja. Manche hätten schon damit gerechnet, gibt es auch die ganze Bandbreite an Meinungen, aber es zeigt sich halt schon ein gewisser Trend, zeichnet sich ab, ja, dass der Verfassungsgerichtshof den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers doch als sehr hoch ansieht, ja, solange sachliche Gründe angeführt werden können, warum jetzt eine Bestimmung genauso ausgestaltet ist und nicht anders. Ja. Ja. Und das war hier auch der Fall. Ja. Ja. Ich möchte Ihnen jetzt eine Frage stellen. Ich hatte vor einem Monat, war hier zu Gast, Magister Peter Bartos, der Landespräsident der Wirtschaftsdirektorenkammer von Wien. Mhm. Und er hat kritisiert zu komplexe und komplizierte Gesetzesbestimmungen. Mhm. Beispielsweise sollte das Steuer- und Sozialversicherungsrecht so weit wie nur irgendwie möglich vereinfacht werden. Mhm. Außerdem viele Bestimmungen seien derart kompliziert, hat er gemeint, dass doch bestens ausgebildete Fachleute keinen eindeutigen
Auskünfte mehr geben können. Mhm. Nicht sehr gelungen hält er, sei auch die Umsetzung der Anti-Lohndumping-Bestimmungen und, um ein anderes Beispiel noch zu nennen, die Neuregelung der sogenannten Einlagenrückzahlung und Innenfinanzierung. Mhm. Das ist ein Absatz im Gesetz und 55 Seiten ist der Last dazu. Und noch immer sind Fragen offen. Wie kommt es dazu? Naja, also die Umstände sind ja vielfältig, die dazu führen. Ja. Und ich glaube, da reicht das auch nicht, dass man sich nur diesen Bereich ansieht, mit dem wir zu tun haben, das Steuerrecht oder Recht allgemein. Das ist einfach ein Phänomen unserer Zeit, das muss man ganz offen sagen, dass die Komplexität der Lebenssachverhalte massiv zunimmt in allen möglichen Bereichen. Und dass diese Entwicklung kann auch nicht Halt machen vor dem Recht letztendlich und insbesondere nicht vor dem Steuerrecht. Das ist halt so. Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass natürlich der Gesetzgeber sehr oft reagieren muss auf gewisse Entwicklungen in der Gesellschaft, ja, in der Wirtschaft, auch auf Gestaltungen, die getroffen werden durch Berater, Steuerpflichtige. Diese Hintergründe muss man auch mitbedenken. Ja. Die Kritik ist an sich nachvollziehbar, ja, also natürlich auch finanzintern, also in der Finanzverwaltung, fänden es sehr viele gut, wenn die Komplexität abnimmt und wenn einfachere Dinge geregelt sind, weil das trifft die Finanzverwaltung genauso. Das darf man nicht vergessen. Ja. Also es ist ja nicht nur die eine Seite der Steuerpflichtigen und der Berater, sondern auch die Kollegen am Finanzamt müssen damit umgehen. Ist immer begrüßenswert, wenn es einfach ist. Ja. Es geht halt sehr oft nicht anders, leider. Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, Vereinheitlichung geht auch immer einher damit, dass man auf spezielle Bedürfnisse, Wünsche und so weiter nicht mehr gezielt eingehen kann, was wiederum politisch nicht gewünscht ist, ja, wenn man alle über einen Kamm schert, ja. Unter Anführungszeichen. Ja, verstehe, ja. Ich komme schon zu meiner letzten Frage und ich habe angekündigt, ich werde Sie fragen, wie sieht es aus mit der Neukodifizierung des Einkommensteuergesetzes? Mhm. Ursprünglich war geplant, 2018 einen Entwurf in Begutachtung zu schicken. Jetzt warten wir für eine neue Regierung. Können Sie uns etwas dazu erzählen? Ja, also wir warten auch. Es ist halt eine interessante Zeit, weil man noch nicht genau abschätzen kann, in welche Richtung es gehen wird. Aber es hat ja Vorarbeiten gegeben. Es hat Vorarbeiten gegeben, selbstverständlich. Also das Projekt begleitet uns schon länger. Und wir haben die Vorarbeiten, glaube ich, auch sehr gewissenhaft gemacht. Und es gibt auch von der Fülle her der Dinge sehr, sehr viel, worauf man zurückgreifen kann. Das heißt, wenn sollte der politische Auftrag kommen, dass man wieder weiterarbeitet und das intensiviert, können wir auf viele Dinge zurückgreifen, die wir getan haben. Ja, also wir werden sehen. Es wäre durchaus gut, wenn die Möglichkeit besteht. Ja, ist ein schönes Schlusswort. Und zum Abschluss darf ich Sie noch um Ihre privaten Vorlieben fragen. Und zwar, mein Ziel für heuer ist? Ja, mein Ziel für heuer ist, möglichst viele Projekte abzuschließen, ja, dass ich quasi unbelastet im neuen Jahr starten kann. Zunächst, ja. Aber haben Sie auch ein Buch gelesen zuletzt? Ich komme nicht sehr viel dazu, nicht fachliche Bücher zu lesen, leider. Ja. Das letzte Buch war von Alex Capus, Leon und Louise. Mhm. Eine klassische Liebesgeschichte, wenn man so will. Also so wird es zumindest tituliert. Ja. Was ist das größte Vergnügen für Sie? Neben der Arbeit steht natürlich die Familie im Vordergrund bei mir. Das ist einfach so und hat dann Priorität daneben und alles, wo ich Zeit verbringen kann mit der Familie. Welche Persönlichkeit würden Sie gerne näher kennenlernen? Ja, das ist interessant. Die Frage kommt ja immer. Haben wir auch Gedanken gemacht, wer fällt mir ein und so weiter. In Wirklichkeit muss ich zugeben, habe ich das Verlangen in der Form noch nicht verspürt bis jetzt. Ja? Alles andere wäre Lüge, wenn ich erzähle. Und das hängt damit zusammen, glaube ich, dass ich in meiner Tätigkeit sehr viele interessante Menschen treffe. Ja? Und damit ist das Bedürfnis ohnehin gestillt. Ja? Manche würde ich eh gerne näher kennenlernen, aber ja. Und was machen Sie nach der Arbeit? Nach der Arbeit mache ich nicht mehr sehr viel, weil ich lang arbeite. Dann gehe ich meistens schlafen. Das habe ich gemerkt. Der E-Mail-Verkehr ist aber trotzdem relativ lang. Ja, ich darf mich für Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Gerne. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Advent. Dankeschön, ebenfalls. Und ich freue mich auf die Leser, auf unsere Zuhörer und Zuseher auf Dezember, weil da wird die Frau Professor Sabine Candus-Christen hier sitzen.
schönen Advent. Dankeschön.